Wir gehen mit einigen Sachen über die Schrift, über die Bibel und etwas sagen über Feinde der Bibel. Es gibt wirklich Feinde, die dieses Buch hassen. Und ist es allemal auf die Straße gewesen, habt Traktaten vertalt mit Weihnachten oder man sieht, wie Leute bei einem öffentlichen Predigt auf die Straße reagieren auf Jesus Christus und das Evangelium. Viele hassen einfach Jesus Christus. Sind nicht mal neutral, sind nicht mal gleichgültig, sie hassen ihn. Und so gibt es auch unter Wissenschaftler, christliche Wissenschaftler oder bekennende Christen, die lutheranisch irgendwo an Schweizer Staatskirche sind, niederländisch reformiert oder eine andere protestante oder katholische Religion anhängen, die im tiefsten Herzen Gott hassen und das kommt zum Ausdruck, wie sie sich gegenüber sein Wort verhalten. Es gibt verschiedene Arten von Feinden. Man hat zum Beispiel ehrliche Zweifler. Leute, die ehrlich zweifeln und sagen, ja, ist das in der Tat die Bibel? Wir haben so viel gehört, können wir in der Tat sagen, das ist das Buch mit den Worten Gottes. Als Beispiel habe ich ein paar Zeugnisse, mal schauen, ob ich sie so finden kann, von verschiedenen Leuten, die als Muslime Jesus Christus aus ihrem Heiland gefunden haben. Versuche sie hier kurz zu finden, aber wahrscheinlich sind sie hier rein. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Leute in Afghanistan Gott gefunden haben. Das sind drei Zeugnisse von einem Bruder, ich kann seinen Namen nicht hier erwähnen, die wir kennen und die mit dem arbeiten, um das Wort Gottes in Pashto in Afghanistan weiterzugeben. Und hier haben wir einen Mann, ich soll seinen Namen nicht erwähnen, nennen wir ihn Mohammed. Er wohnt in südlichen Waziristan. Er möchte uns erzählen, wie er Jesus Christus als seinen persönlichen Heiland und Herr hat kennengelernt. Ich habe da gearbeitet, in dieser Gegend, sagt er. Ich war drogensüchtig, wegen Rauchen. Ich war keine religiöse Person. Ich war Moslem, aber keine wahre Moslem. Warum Moslems rauchen nicht? Und ich habe gekämpft gegen die Taliban in Südwaziristan. Und an einem Sonntag wurde ich angestellt, als Sicherheitsbewacher für eine Kirche, eine protestantische Kirche. Und das war fremd, weil ich habe Lieder gehört während der Gottesdienst in dieser Kirche. Das habe ich gehasst, weil ich habe gedacht, ich bin ein Moslem und meine Religion ist gut. Und sie singen diese blöde Musik. Und ich habe einen christlichen Mann gefragt, warum tut ihr falsche Dinge in eurer Kirche? Ihr singt mit Musik. Dann sagt der christliche Mann, wir beten, weil das haben wir gelernt von dem Prophet David, die vier Lieder gemacht hat. Dann hat dieser christliche Mann gefragt, warum gebrauchst du Drogen, wenn du rauchst? Das ist nicht eine gute Sache. Das ist Sünde. Dann sage ich zu dem christlichen Mann, warum sagst du, ist es Sünde? In deiner Religion ist es keine Sünde. Dann sagt der Christ, in meiner Religion ist Rauch auch eine Sünde. Dieser christliche Mann war mutig. Er brachte mir ein Evangelium in der Pashto-Sprache. Und er hat gesagt, du bist willkommen in unsere Kirche und unsere Gemeinde. Unsere Bücher zu lesen, die wir in der Kirche haben. Und er gab mir ein paar Versen, dass Drogen Sünde ist in der Bibel. Und er hat dann gegeben, Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Das ist vielleicht gut, um mal zu lesen. Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass sie solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Hat das unter das Punkt von Unreinigkeit und Zauberei gebracht, diesen Raucherei. Und ich habe mich dann erstaunt, sagt dieser Moslem, ehemaliger Moslem, weil ich herausgefunden habe, Christen haben nicht gerne Drogen. Das war ein Missverständnis meinerseits. Und dann wurde ich weiter als Sicherheitswache bei dieser Kirche angestellt. Ich musste da 24 Stunden pro Tag verbleiben. Und ich habe die ganze Zeit das Evangelium des Neuen Testaments gelesen und studiert.
Ich habe gelesen über die Wunder von Jesus Christus im Evangelium und die Worte Jesus Christus im Evangelium. Das war so wunderbar. Und ich habe niemals solche Worte in ein anderes religiöses Moslembuch gelesen. Ich war so erstaunt, dass über diesen Prophet. Und Gott gab ihm viel Macht, um Blinde zu heilen, Lahme zu heilen, Leute von den Toten aufzuwecken und so weiter. Und ich habe viele wunderbare Werke von Jesus gelesen in diesem Evangelium, in Injil, über diesen fremden Prophet. Und wenn ich in de Moschee gegangen bin, um zu beten, da waren es veel, maar die Worte vom Evangelium blieben in mijn Haupt. Und im Moment, dass ich das Wort Gottes gelesen habe, habe ich niemals geraucht oder Drogen gebraucht. Und wenn ich nach Hause ging, zu meiner Frau und meinen Kindern, waren sie so glücklich, weil sie hat mir gesagt, meine Frau, dass ich verändert war. Und ich hatte keine Drogen mehr gebraucht. Nach 3 Monaten wurde meine Aufgabe geändert. Und ich habe diese Kirche verlassen müssen. Ich habe dann Pastor eine Frage gestellt, ist es möglich, dass ich dieses Buch, dieses Neue Testament mitnehmen darf? Er sagt, ja, das kannst du als ein Geschenk mitnehmen. Nachdem die Kirchepflicht wurde ich angestellt an die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan, von Sicherheitsposten. Na, ich hatte Zeit genug, um zu lesen und ich habe das Evangelium, das Neue Testament gelesen. Ich hatte keine Ahnung, was für Veränderungen da in mein Leben kamen. Ich habe mich verliebt in Jesus Christus. Ich möchte nur ein Ding, das Buch weiterlesen. Mein Leben hat sich vollkommen geändert. In 6 Monaten habe ich das ganze Neue Testament durchgelesen. Nachdem ich das Evangelium gelesen habe, kam etwas anderes in mein Haupt. Und ich möchte diese Kirche zurückgehen und beten und singen mit denjenigen, die auch an diese Kirche anbeten. Und wenn ich zurückkam, nach Hause, habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und die hat große Angst gehabt wegen der anderen Leute in unserer Umgebung. Das ist Gebiet von Taliban, 100% Taliban. Und sie hat gesagt, sie sollen rausfinden, dass du das Evangelium hast und dass du es liebst und sie sollen uns dann töten. Ich habe meine Frau ermutigt, mach dich keine Sorgen. Das heißt, ich habe gestoppt, das Evangelium in den Heim zu bringen, aber ich habe meine Frau und Kinder über Jesus Christus erzählt. Meine Familie und ich waren so froh zu sprechen über Jesus Christus. Wir haben gestoppt zu beten zu Allah, aber wir gehen noch immer in eine Moschee, aber dann, um zu Jesus Christus zu beten. Auf einem Tag bin ich in eine andere Stadt gegangen, um die Familie meines Bruders zu treffen. Ich habe auch da rausgefunden, es gibt eine Kirche, da bin ich mit meiner Frau und Kindern dorthin gegangen, habe ich den Pastor getroffen. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Er war sehr froh, meine Geschichte zu hören. Und ich habe dem Pastor gesagt, dass wir alle als Familie den Herrn Jesus aufgenommen haben. Wir haben uns taufen lassen und nun sind wir Christen, das heißt Jünger, aber verborgene, geheime Jünger. Ich bete, dass ihr betet für mich und meine Familie, dass Gott mehr Leute von meiner Familie, das heißt die große Familie, zu Jesus Christus bringt. Und endet dann mit einem Vers aus Josua 24, Vers 15. Ich und mein Haus, wir sollen den Herrn dienen. Wenn ich das gut zitiert habe. 25, 15. Ich meine das wollen, ja, danke, dem Herrn dienen, wollen dem Herrn dienen. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Ich habe noch 2 Zeugnisse, ich möchte sie nicht hier nehmen, vielleicht noch der Prediger erwähnen. Ich kann den Namen nicht erwähnen, das wird sie gefährlich, auch ihre Bilder nicht hier zeigen. Aber das sind ehrliche Zweifler. Die sind Suchende, sie hören Dinge, aber sie kennen das Buch nicht. Und das ist ein Grund, warum wir diese Testamenten zur Verfügung stellen. Und zweitens, es gibt auch uneheliche Skeptiker. Das heißt, Leute, die nicht ehrlich sind. Das kennst du auch auf den Straßen. Leute, die sagen, ich möchte mit dir reden. Dann haben sie irgendwo an Fragen. Und dann sagst du, oh gut, die Bibel sagt das und das als Antwort auf die Frage. Und dann siehst du relativ schnell innerhalb der ersten 2, 3 Fragen, ob sie ehrlich sind oder ob sie einfach
andere Ausrede suche, um nur mal nicht zu Jesus Christus zu kommen. Man hat einfach Ungläubige, die verweigern zu glauben. Das sind Feinde von der Bibel. Das können allerlei Moslime, es kunnen Satanisten, es kunnen Katholiken zijn, ongelooflijk. Humanisten. Humanisten is eigenlijk een andere naam voor een persoon die niet aan God glaubt. Dat is die Europese benaming van atheist, eigenlijk humanist. Humanist is een persoon die de mens centraal stelt. Daar komt die idee, ik heb van een Socrates, de mens is de maas aller dingen. Nou, wenn es ein aan de vruchten kennen aan de boom, zegt Jezus Christus, de laatste 100 jaar hebben we dat 20. Jahrhundert gesehen und in diesem Jahrhundert hat es mehr als 100 Millionen Kriegstote gehabt. Ja. Der Mensch ist der Maß aller Dinge in die Systeme von Nazismus, Sozialismus, Humanismus, Kommunismus, Kapitalismus. Atheisten, fünftens, sind Feinde der Bibel. Es gibt Atheisten, die ihr Lebensziel davon gemacht haben, um das Buch zu attackieren. Voltaire war so ein Mann und ein Atheist, und am Ende seines Lebens hat er geschrien, wenn er in die Hölle ging, und seine Krankenschwester hat gesagt, ich will niemals mehr so ein schreckliches Sterben sehen von einem Atheist, einem Gottesleugner wie Voltaire. Das möchte ich niemals mehr mitmachen. Atheist, man kann sie vor allem sehen in China, Nordkorea und Russland. Und nochmals, Jesuiten sind Atheisten. Die verneinen Gott in vollstem Sinne. Richard Wurmbrand hat ein Buch geschrieben und das heißt Marx und Satan. Und Richard Wurmbrand war ein ehemaliger Jude, Atheist, die zum Glauben kam an Jesus Christus, lutheranischer Pastor wurde und dann mitmachte, dass die Kommunisten in Rumänien blieben, dank General Eisenhower. General Eisenhower hat, ich habe hier keine Karte, aber 200 Millionen Europäer übergeben an Rom, an Kommunisten, das heißt Operation Keyhole. Das ist schon wichtig zu wissen. Operation Keyhole. Und dann hat Eisenhower 200 Millionen Osteuropäer übergeben an Kommunisten. Russland ist da geblieben dann nach dem Zweiten Weltkrieg und hat dann sein kommunistisches Regime durchgeführt, unter anderem in Rumänien. Wenn in Rumänien die Pastoren gefragt wurden zu kommen von den Kommunisten, dann haben sie gesagt, ihr könnt ruhig predigen, aber nichts Negatives. Also nichts über die Hölle, nichts über die in der Obrigkeit oder wir tun, nicht über Sünde, nur positiv. Das ist heute, was man auch heute in der Allianz sieht, die evangelische Gemeinde und die ökumenische Bewegung. Und am Ende dann wurde da ein Kongress erwähnt und dann, das war diesen Kongress, glaube ich, und dann saßen da und all die Pastoren haben nichts gesagt. Und dann hat seine Frau ihm angeschaut und gesagt, und sagst du nichts? Und er sagt, wenn ich meinen Mund auftue und aufstehe, dann hast du keinen Ehemann mehr. Sie sagt zu mir, ich will kein Feigling, was einen Ehemann hat. Ist aufgestanden, ist nach vorne gegangen und gesagt, ihr Kommunisten, Atheisten, habt uns nicht zu sagen, wie wir als Prediger zu predigen haben vom Pult, im Namen Gottes. Es war ganz still. Ist nach unten gegangen, hat eine lange Rede gehabt, er konnte aussprechen, ist nach unten gelaufen. Gleiche Woche danach kam ein Tropf auf 4 Uhr morgens an die Tür, musste mitkommen. Ist dann mehr als 10 Jahre im Gefängnis, im Konzentrationslager gewesen, schrecklich. Folter untergegangen, heißt 3 Jahre einsame Aufschließung durchmachen müssen in ein Gefängnis und ist dann wegen politischem Druck von außen freigekommen, hat dann später Stimme der Märtyrer gegründet. Heute ist Wurmbrand verstorben, aber hat ein Buch geschrieben, Marx und Satan. Seine These ist, ich beschreibe das im Detail, dass Kommunismus ist Satanismus, 100%. Das macht Sinn, ihr weißt, durch die Abetos hier, Kommunisten wurden gegründet von den Jesuiten. Jesuiten sind Baphomet-Anbeter. Die kommen von außerhalb der katholischen Kirche, durch Loyola, das war ein Baphomet-Anbeter, die dann später in der katholischen Kirche angenommen wurde. Und diesen Baphomet-Anbetung durchgeführt hat.
die nun da im Namen Gottes ist. Und das ist auch die These von Hislops zwei Babylons, von Babylon nach Rom, dass der Papst ist der hohe Priester des Satans. Das ist der hohe Priester der babylonischen Mysterienreligion. Dann, also man hat Atheisten, die haben ein Ziel, um bewusst durch Propaganda, durch die Evolutionstheorie, nicht nur in Osteuropa, aber auch heute hier in die öffentliche Schule in der Schweiz und Deutschland, den Glaube von kleinen Kindern an Gott vollkommen zu zerstören. Ein gutes Beispiel ist der ehemalige DDR aus Deutschland. Du hast Ketzer. Ketzer sind Leute, die bewusst die Wahrheit ablehnen. Nicht nur nicht an Gott glauben, aber die Wahrheit ablehnen. Katholiken, Kardinalen, Päpsten sind Ketzer. Overzeugen sind Ketzer. Mormonen sind Ketzer. Viele Sieben-Tag-Adventisten, wenn sie die Heilige Schrift und Rennen durch Glauben alleine Jesu ablehnen, sind Ketzer. Und die sollten zweimal im Mann und dann lassen. Keine Gemeinschaft mehr mit ihnen suchen. Dann gibt es politische und wirtschaftliche Tyrannen. Man kennt sie im letzten Jahrhundert. Man kennt sie in Form von Mussolini oder Hitler. Oder Pol Pot in Kambodscha. Oder Mao, die verantwortlich ist für den Tod von mehr als 60 Millionen seiner eigenen Leute, Chinesen. Lenin, Stalin, die Kaiser, die Päpste. Wirtschaftliche Tyrannen gibt es natürlich auch. Du hast römisch-katholische Priester, Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinale und Päpste. Die sind klar gegen diesen Buch. Und wenn du Fragen darüber hast, wir haben das Buch, das große Martyrerbuch, ich habe nur zwei kleinere Bücher gefunden. Eines 1851, ein neuer Druck. Ich kann sie mal die kommende Zeit mitnehmen, könnt ihr sie mal ein bisschen anschauen. Die Leute haben ein bewusstes Ziel, um jede Person, die durch Glaube an Jesus von neuem geboren ist, zu verbrennen, seine Familie zu verbrennen, seine Kinder auszurotten, um das Buch vollkommen von der Erde verschwinden zu lassen. Das ist ihr Ziel. Du hast neuntes Moslems, Satanisten, Hindus, Buddhisten, Animisten und so weiter und so fort. Nicht zu unterschätzen, wenn du heute hörst, ja, die Buddhisten sind eine friedliche Religion. Schau in die buddhistische Kloster an, wie die Mönche die Christen mit den Christen umgehen. Mönche sind nicht religiös, das sind Soldaten, vergiss das nie. In orthodoxe, katholische, buddhistische Kloster. Mönche sind Soldaten. Sie haben ein Ziel, nicht heiraten. Also das sind die, nicht die orthodoxen, aber das sind sicher die katholische und buddhistische Mönche. Und das sind Soldaten, die sind auch trainiert im Kampfsport. Viele Kampfsporte sind auch Folge von buddhistischen Mönchen aus dem Osten. Moslime, wenn Blut hat auch korrekt gesagt, wenn ich wählen soll zwischen Mohammed und Papst, nehme ich immer Mohammed. Der Papst ist viel schlimmer als Mohammed. Wenn da die Muslime Spanien beherrschten im 13., 14., 15. Jahrhundert, konnten Juden und Christen da normal leben. Wenn Katholiken die Macht übernommen haben in 1492, wurden direkt Juden und Christen abgeschlachtet und die wurden verfolgt und sind dann später, spezifisch die Juden, Richtung Nordwesteuropa gegangen mit ihrer hebräischen Schrift. Und dann hat Luther die hebräische alttestamentliche Text genutzt für seine Übersetzung auf Deutsch. Aber Christen können besser leben unter Moslemherrschaft als unter einer katholischen Herrschaft. Nur in den letzten 50 Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich das einigermaßen äußerlich geändert, aber nochmals die Fluche von der Konzilie von Trent auf jede Christin noch immer da. 125 Anathemas Fluche auf jede von neuen geborenen Christ sind da aufgestellt seit den letzten 500 Jahren, seit das von Jesuiten dominierte Konzilien von Trent. Zwischen 1546 und 1563. Und schlussendlich, wie ist ein Feind der Bibel? Jeder Sünder, die ein sündiges Leben lebt, und die sein Lebensstil möchte rechtfertigen vor Gott. Das ist das Problem hier in der Schweiz. Meistens, wenn man geht auf die Straße und predigt das Evangelium. Und warum sind die Leute meistens nicht amüsiert? Weil sie haben einen Lebensstil, die gegen das Buch geht. Die Menschen sind gegen die Schrift, weil die Schrift ist gegen ihnen. Und die Menschen sind gegen dieses Buch, weil das Buch weiß alles über sie und sagt das in ganz klarer Sprache. Zum Beispiel, beste Beispiel, Hölle. Die Bibel sagt, ein Ungläubiger geht in die Hölle. Aber die Bibel sagt, nein, du gehst in den Tod. Dann sagt man, eine große Sünde. Ein Massenmörder, ja, das macht mir nichts aus, dass ich in den Tod gehe. In den Hades, das ist Hades, die Unterwelt, ja, da gehe ich hin, ja, das ist auch kein Problem.
Hölle ist etwas ganz anderes, das versteht jeder Sünder. Und wenn du sagst, aber das ist nur deine Interpretation, geh auf die Straße und predige eine 10 Minuten Predigt über die Hölle und schau dir schon an und dann predige eine 10 Minuten Predigt über die Unterwelt oder der Hades und schau dir den Unterschied in der Reaktion an. Die Ungläubigen hassen die Predigt, weil sie wissen, sie gehen in die Hölle. Dann gibt es einige Schwachheiten vom Unglauben. Und nochmals, ich erwähne das, weil heute haben wir ein Leib Christi, das im Unglauben lebt bezüglich von Gott angegebene Autorität. Sie glauben nicht mehr, dass ein Buch die Heilige Schrift ist. Und diesen Unglaube offenbart sich an Kinder und ihre Enkelkinder und in die kommenden Generationen. Unglaube gibt Zweifel und hat noch niemals ein wirkliches Problem im Leben gelöst. Unglaube offeriert keine Motivation für korrektes Verhalten und lässt ein Mensch über an die Barmherzigkeit seine eigenen Tierinstinkte. Wenn da kein Unglaube an diesem Buch oder indirekt an Jesus Christus führt zu was, zu einer Dschungelmentalität, das Recht der Stärkste. Ich kann tun, was ich will. Ich habe keine Grenze, ich habe keine Moral, ich kann mich benehmen wie ein Tier. Ich bin stärker wie du, ich nehme deine Frau, ich nehme dein Haus, ich nehme dein Besitz. Das ist, wie heute die Moral geprägt wird, von Kindergarten auf in die öffentliche Schule bis an die Universität. Keine absolute Autorität, inklusive die christlichen Unis. Du sagst, welche christlichen Unis? Ich habe hier sie was nachgeschaut, die katholische Schule in Münster, Bochum, Paderborn, Bonn, Mainz, Fulda, Frankfurt, Trier, Tübingen, Freiburg, München, Augsburg, Regensburg, Eichstätt. Das sind alle katholische theologische Universitäten. Dann hat man 23 evangelische theologische Fakultäten und kirchliche Hochschule für Pfarramt. Die Humboldt-Universität in Berlin. Evangelische theologische Hochschule in Gießen, Deutschland und Basel, Schweiz. Bethel-Kirchliche Hochschule in Bielefeld. Ruhr-Universität in Bochum. Evangelische theologische Fakultät in Bonn. Erlangen, Nürnberg, theologische Fakultät, alle theologische Fakultäten, Johann Wolfgang Universität in Frankfurt, die Georg August Universität in Göttingen, Ernst Moritz Arndt Universität in Greifswald, Martin Luther Universität in Halle-Wittenberg, Evangelische Theologische Universität in Hamburg, in Heidelberg die Ruprecht-Karls Universität, Friedrich Schiller Universität in Jena, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in Leipzig, die Johannes Gutenberg Universität in Mainz, wo nach der Gutenberg-Presse, die im 15. Jahrhundert entdeckt wurde, die Marburg der Philipps-Universität, in München die Ludwig-Maximilians-Universität, in Münster, wo wir letzten Sommer noch gewesen sind, die Westfälische Wilhelms-Universität, Augustaner Hochschule in Neu-Dettelsau, Lutherische Theologische Hochschule in Oberursel, Theologische Fakultät in Rostock, ehemalig Ostdeutschland, de Eberhard Karls Universiteit van Jesuitendominiertes Tübingen in Schwarzwald. We hebben in Wuppertal de Kirchliche Hochschule, dat zijn 23 theologische faculteiten. Ze hebben alle eine Sache gemein met die katholische om die hoge Zeugen. Dat boek is voll met Fehler. Unglaublich wird direct reingeprägt am Anfang van de eerste jaar theologische Hochschule. In Niederlande genau das Gleiche. Ik heb einige theologische Freunde. Die kamen dann mit mir auf Konferenzen in den Jahren 80, Anfang 90. Und einige haben na ihr Glauben verloren. Nicht, dass sie verloren wurde, aber dass sie keinen Glauben mehr hat, dass Gott überhaupt etwas gesagt hat, was sie nie mit Autorität predigen könnte. Ich habe ein Ding gelernt von diesen Jungs. Keiner, die ich damals gekannt habe, an der Theologischen Hochschule, hat auf die Straße gepredigt. Sie haben keine Überzeugung gehabt. Sie können niemals sagen, das Wort Gottes sagt. Niemals. Niemals. Kannst du dir vorstellen, du bist in een Koranschule in Moslemland erzogen. En dat is wat je hört, is de Koran is voll met Fehler. Ja, dat denkst du dan. Want viele Moslems lernen die ganze Koran auswendig. Manche verstehen nicht mal Arabisch, haben den Koran auswendig gelernt. So ein Respekt vor das Buch. En Christen in die theologische Hochschule, die sagen, ja, aber das ist theologische Hochschule, das ist verständlich. Das gleiche ist für die Bibelschule heute. Ich nenne hier ein paar Dinge, die ihr vielleicht kennt. Ihr kennt vielleicht Bibelschule Breckerfeld, Brake, Kirchberg, Bibelseminar Bonn,
Königsfeld, Bibelschule Ostfriesland, Wiedenest, Europees Theologische Seminar, Evangelische Hochschule Tabor Marburg, Fakkelträger, Bibelschule Bad Gandersheim, Gnadauer Theologische Seminar Falkenburg, Stimme der Hoffnung, Liebenzell, kennt ihr vielleicht, Internationale Hochschule Liebenzell, Marburger Bibelseminar, Martin Buser Seminar, Stuttgarter Bibellehrzentrum, Theologische Fernhochschule, Theologische Hochschule Friedensau, Theologische Seminar Adelshofen, Theologische Seminar Beröa, Theologische Seminar Rheinland, Werkstatt für Gemeindeaufbau, Wort des Lebens. Das ist ja nur in Deutschland, Schweiz habe ich noch nie mal erwähnt. Hat sie hier in Schweiz hat man bei Interlaken? Beatenberg. Gleiche Gruppe. Keine Autorität. Ich sagte, glaubst du nicht? Google mir Mitzler, schreib sie an. Welches tastbares Buch ist die Heilige Geschichte, das Wort mit aller von Gott inspirierte und bewahrte Worte Gottes? Stell sie die Frage. Tastbares Buch. Einzahl, nicht Mehrzahl. Das ist auf Deutsch, nicht auf Griechisch und Hebräisch. Stell sie die Frage. Und dann erklärt das die Abfall, der Unglaube, die wir in der freikirchlichen Gemeinde sehen, den ganzen Leib Christi sehen in den letzten Tagen. Dann, Unglaube hat noch niemals große Kunst, große Musik und Literatur produziert. Nochmals, an Händel und an Bach haben wir geglaubt, dass der deutsche Luther, der englische King James, das war die Schrift. All Bachs Lieder, wenn ihr Schrift zitiert, sind nicht von Griechisch, Hebräisch oder Ramodell übersetzt, es ist die Heilige Schrift von Luther. In Englisch, der Messiah von Händel, ist der King James Text. Das ist das größte, das ist ein Kunstwerk, glaube ich, 3 Wochen zusammengestellt von Georg Friedrich Händel. Kennt ihr das nicht? Hört das an. Einfach reine Reformationstext in Englisch. Wunderbar. Ungläube hat niemals große Institutionen wie Spitale, Waisenhäuser und so weiter aufgerichtet. Niemals. Das ist eine Folge von bibelgläubigen Christen von 1500 bis ungefähr 1850, 1900. Und Ungläube zerstört die Morale, das morale Fundament von jeder Gesellschaft. Und es endet immer in bewaffneten Krieg. Na, beste Beispiel ist Deutschland. Deutschland hat das Wort Gottes bekommen, mit Luther zwischen 1522 und 1545. Erste Bibelgesellschaft der Welt, die Kanzlerische Bibelanstalt in 1705 in Halle. Das war das Ort, wo die Wissenschaft, die Kunst, die Waisenhäuser, die Mission, die Erweckungen angefangen haben. Und da hat auch der Zweite Weltkrieg, Erste und Zweite Weltkrieg angefangen. Ein Gericht Gottes über den Abfall von neugeborenen Christen, von der Heiligen Schrift. Und dann möchte ich etwas sagen über die Hingabe von diejenigen, die Bibel nachfolgen. Bibelgläubige Christenheit hat viel mehr wahre Martyrer produziert als jede andere Religion. Na, man hat heute Suizidterrorist. Heute war, was ich gelesen heute, in Istanbul Anschlag gewesen. 38 Tote und mehr als 69 Verwundete, glaube ich. Ein Suizidterrorist in Islam wird ein Martyrer genannt, weil er und seine Moslemfreunde pflegen diesen Mord, die töten sich selber, um anderen mit sich selber in den Tod hinzurissen. Und dann ist man, sagen sie, ein Martyrer, dann wird man verfolgt für den wahren Glauben des Islams. Das ist, wie es dargestellt wird. Christliche Martyrer sterben, weil sie predigen Jesus Christus. Sie werden gesteinigt, gekreuzigt, lebendig verbrannt, lebendig begraben, wegen einem Buch. Es ist nicht eine neue Weltübersetzung oder eine reformierte Lutherbibel oder reformierte Zürcherbibel. Die Moslem-Martyrer, die gehen alle ins Paradies, wegen ihrer Werke. Das ist wegen Mord. Sie blauten sich selber auf, durch andere Leute umzubringen. Ein Christ stirbt durch Glauben, weil es ist Gottes Wille für ihn. Und er bekommt dafür einen Lohn bei der Richterstuhl von Jesus Christus. Er tötet niemand, um selber in den Himmel zu kommen. Kommt nach Offenbarung 2, Vers 10, und da wird das unter anderem erwähnt, dass da ein Thron ist für diejenigen, die ihr Leben geben für Jesus Christus. Fürchte dich nicht vor dem Keinen, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.
Und ständig gibt es große Unehrlichkeit von Bibelkritikern. Alle nicht von neuem geborenen Wissenschaftler und abfällige Wissenschaftler sind eifersüchtig auf ein Buch. Sie möchten die Autorität von diesem Buch an sich selber ziehen. Sie verweigern ihren eigenen Wert von Grammatik und Syntax zu folgen, was sie übersetzen. Und man sagen dann, ja, die Reformation ist das und das falsch übersetzt. Der Luther hat das Wort alleine, das ist ein Standardwort zum Beispiel. Dann sagen sie, ich glaube Römer 3 ist das, Vers 28, dann sagen sie, ja, schau mal, das ist ein Fehler hier. So halten wir es nun, sagt die Heilige Schrift, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben. Ja, allein ist nicht dein ursprünglicher Text, es ist nur zugefügt, das ist natürlich nicht richtig. Aber selber werden Dutzende Worte zugefügt auf Deutsch in die neue Übersetzung, weil du musst etwas zufügen, ein Wort oder mehr Worte, um einen Satz laufen zu lassen. Aber sie greifen den anderen nicht an. Sie greifen nur ein Buch an, der Luther das erwähnt. Und warum natürlich? Allein durch den Glauben. Ja, das ist natürlich eine Sache, die lehrmäßig wichtig ist. Allein durch den Glauben errettet wird und selig wird. Und nicht durch irgendein Werk oder Glauben und Werke, wie Rom oder die ökumenische Bewegung lehrt. Zweitens, sie bedenken Regeln, wenn sie in ihrer Übersetzung weitermachen, um das Vergewaltigen von ihrer eigenen Regel zu rechtfertigen. Mit anderen Worten, wenn sie etwas bedacht haben, um zu übersetzen, haben sie eine eigene Regel gebrochen, wovon sie Luther beschuldigen. Dann müssen sie eine andere Regel bedenken, um das wieder als einen Ausnahmefall darzustellen. Also das ist vielleicht was, ich muss mal ein paar Beispiele nehmen, vielleicht nächstes Mal. Aber das ist im Allgemeinen, wie sie immer versuchen, Ausnahmen zu machen, die für sie gültig sind, aber nicht für die Reformationstext. Danach sagen sie, ja, wir glauben an ein mythologisches Septuaginta, die niemals geschrieben ist vor Jesus Christus. Zum Beispiel, ich habe es hier kurz erwähnt, die Standardsache in all die großen Bibelschulen und theologischen Universitäten, hörst du, ist, es gab eine Übersetzung in Griechisch vom Alten Testament, 3. Jahrhundert vor Christus. Und die wurde zitiert von Jesus Christus. Warum? Weil die Zitate im Neuen Testament stimmen überein mit diesen sogenannten Septuaginta. Okay. Das ist Standardsache. Und das heißt, damit wird der hebräische masoretische Text vergewaltigt, weil die stimmen nicht überein mit den Zitaten von Jesus Christus. Na, was ist die einfache Lösung? Ganz einfach, das kann man in ein paar Minuten erklären. Die sogenannte Septuaginta, LXX, 50, 10, 10, 70, sollte übersetzt sein von 70 oder eigentlich 72 Juden, 12 mal 6 Juden aus jeder 12 Geschlechter, die von einem sicheren ägyptischen König Ptolemäus im 3. Jahrhundert vor Christus eingeladen wurde, von Israel nach Ägypten zu kommen und haben in 70 Tagen, unabhängig voneinander, die ganze Bibel übersetzt und das war wortwörtlich die gleiche Übersetzung in Griechisch. Natürlich ist nicht ganz durch, wenn du das ernst nimmst. Geschichtlicher Beweis, ein Brief von Aristeas, die von keiner Wissenschaft ernst genommen wird. Tatsache sind, die sogenannten Übersetzungen Griechisch, im Alten Testament, ist nichts anderes als das Alte Testament von dem Manuskript Sinaiticus. Das ist ein Manuskript, ungefähr datiert 350 Anno Domini nach Christus, B. Vaticanus, ein Manuskript datiert ungefähr 330 nach Christus, sagt man, das ist ein anderes Thema, man sagt das, und A. Alexandrinus, datiert 450 nach Christus. Das heißt, die Tatsache ist, dass es ein Altes Testament ist von 450 nach Christus. Und es ist so schlimm, dass all diese drei Manuskripte haben die apokryphe Bücher als Teil vom Alten Testament und diese noch als Teil des Neuen Testaments. Das ist alles. Das heißt, warum stimmt die Septuagint-Zitat überein mit Jesus Christus? Weil
Wenn die Leute das aufgeschrieben haben, so rund um 330, 350, 450 nach Christus, haben sie das Neue Testament mit der Aussage Jesu Christi, wenn er das Alte Testament zitiert, auf ihrem Schoß gehabt. War schon da bereit. 300 Jahre, 400 Jahre. Das ist eine tiefe Sache, nicht? Aber sollen wir das nochmal im Detail besprechen, ein anderes Mal spezifisch über das Punkt von der Septuaginta. Daneben verweigern sie die Früchte von der Reformationsbibel, holländische Staat, englische King James, Deutsch Luther zu besprechen. Und verweigern die Früchte von diesen Texten zu besprechen. Die kam auf rund um 1850, 1900. Was haben wir in Deutschland gehabt? Zwei Weltkriege. Die Frucht von Luther ist Reformation, Friede, Wissenschaft, Freiheit. Sie lügen dauernd über Luther auf Deutsch und Erasmus. Sie lügen dauernd über der griechische Text und die Original. Es gibt nicht einen griechischen Text. Es gibt nicht die Original. Niemand hat sie gefunden. Sie sind nicht mal in einem Buch zusammengebracht. Sie nutzen das Wort zuverlässig an ihre Übersetzungen. Weil sie sagen dann, ja, die Fundamente kann man in jede Bibel finden. Ja, die Fundamente kann man auch in Jehovas Zeugenbibel finden. Es ist zuverlässig. Nein, sie sind unzuverlässig. Sie nennen dann verschiedene Texttypen Familien. Man sagt dann, ja, man hat verschiedene Familien von Texttypen. Man hat die alexandrinische Gruppe, man hat die byzantinische Gruppe. Die kommt aus der griechischen Kirche, dem byzantinischen Reich. Man hat dann die westliche Gruppe aus Rom. Und man hat dann die caesarianische Gruppe. Bei Caesarea in Palästina. Das sind vier Gruppen. Ja, die geben alle die gleiche Bewertung. Und dann sagt man, ja, die byzantinische Gruppe ist nur eine Gruppe. Und die westliche ist eine und die caesarianische ist eine. Und ja, dann muss man dann ein bisschen wählen. Problem ist, dass diese Gruppe 99% van alle manuscripten bewijst. Also nehmen wir an, du hast 100 Zeugen, 96 haben etwas gesehen, 97 haben etwas gesehen, die anderen drei haben nichts gesehen, want sagen etwas anderes. Dann sagst du einfach, ja, Zeugen A, B und C, die haben nicht gesehen, was diese Zeuge sagt, das heißt, die 97, die stimmen überall nicht miteinander überein, aber zusammen stellen sie sich doch gegen diese und wir nehmen diese 97 einfach als ein Zeug. Ja, das ist alles. Für ein normales Gericht in die Welt kommt das niemals durch. Aber die dumme Wissenschaftler denken, ah, weißt du, ich kenne ein bisschen Griechisch und so weiter, und das dumme Volk hat sowieso keine Ahnung, aber du musst es ganz einfach machen und dann sagen die Leute, ja, das ist die Sache bescheiße. Du kannst nicht von 100 Zeugen einfach 97 in eine Gruppe platzieren und als ein Zeuge darstellen. Das geht doch nicht. Das wird gar nicht gemacht. Wissenschaftlich korrekte, textkritische, weißt du, mit schweren Worten versucht man, die einfachen Leute zu imponieren. Sie versuchen auch ihre eigenen besten Manuskripte korrekt zu übersetzen. Vatikanus und Sinaiticus. Wenn sie ehrlich waren, dann sagen sie, ja, wenn wir dem übersetzen, müssen wir auch die Hirte von Hermas und den Brief von Barnabas übersetzen, zwei apokryphe Bücher, die sind Teil vom Neuen Testament von Sinaiticus. Wir müssen auch übersetzen, die apokryphe Bücher, die Teil sind von diesen alten Testamenten, von diesen drei Manuskripten, wird niemals erwähnt. Das gehört auch dazu, wenn man sie korrekt übersetzt. Aber kein von euch Priester sagt, ich möchte Makkabäer auch als Heilige Schrift haben. Dann haben sie einen, sie sagen dann, wir haben die dynamische Äquivalentmethode, das ist was freier übersetzte, und formal korrespondent, das heißt sehr buchstäblich, und ab und zu muss man was freier übersetzen, weil du kannst nicht wortwörtlich etwas von Griechisch oder Hebräisch auf Deutsch übersetzen, anders muss man ab und zu sehr was buchstäblich übersetzen, und das kann man einfach durcheinander gebrauchen. Aber sie sagen dann von nein, Luther ist zu buchstäblich gewesen oder ist zu frei gewesen. Ze hebben immer allerlei Ausreden und sie doen genau das gleiche in ihre eigenen Übersetzungen. Dann sagen sie, ja, es gab auch ein Mythe, das ist ihre Mythe, eine lucianische Rezension in Syrien gewesen in ungefähr 3. Jahrhundert nach Christus, seit der 3. Jahrhundert nach Christus. Dass diesen Lucius aus Syrien, in Antiochie, wo die Jünger erst Christen waren,
die hat dann die alexandrinische und westliche Texte zusammengefügt in einem byzantinischen Text. Und das erklärt, warum wir heute 99% byzantinische Text haben. Beweis dafür? Null. Aber sie bedenken etwas. Es tönt gut, Lucianische Rezension. Wir sollen das auch noch im Detail besprechen. Und schlussendlich, das Allerwichtigste, sie verweigern die Früchte zu besprechen von mehr als 50 neuen Bibeln seit 1850 im deutschsprachigen Raum. Und die Früchte sind nicht gerade ein Segen gewesen für Deutschland. Das Buch beweist sich immer und das eine ist sich selber an eine Person, die es glaubt. Jesus Christus sagt, und da möchte ich mit abschließen, in Johannes 7, Vers 17, zu denjenigen, die ehrlich Suchende sind, so jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede. Das heißt, wenn jemand um Gottes Willen tun möchte, er geht nach seinem Gewissen, nach der Offenbarung Gottes in der Natur, möchte Recht tun, dann soll er spüren von der Lehre Jesu, ob er von Gott kommt oder er nicht von Gott kommt. Und das einzige wahre Argument gegen die Bibel ist ganz einfach ein sündhaftiges Leben. Du liebst Sünde, du kommst niemals zu diesem Buch. Du hast die Sünde, dann kommst du an Liebe zu diesem Buch, weil das Buch reinigt dich. Johannes Kapitel 17, Entschuldigung, Vers 17 sagt es so, da sagt Jesus in hoherpriesterlichem Gebet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn man nicht geheiligt werden möchte, gereinigt werden möchte, soll man niemals zu diesem Buch kommen. Dass die Wahrheit und Leute ein Problem haben mit diesem Buch. Okay, lassen wir hier eine Pause machen. Ich muss mal sehen. Lass mal ausschauen. Natürlich gibt es große Unehrlichkeit von Bibelkritiker. Alle nicht von neuen geborenen Wissenschaftler und abfällige Wissenschaftler sind eifersüchtig auf ein Buch. Sie möchten die Autorität von diesem Buch an sich selber ziehen. Sie verweigern ihren eigenen Wert von Grammatik und Syntax zu folgen, was sie übersetzen. Und man sagen dann, ja, die Reformation ist das und das falsch übersetzt. Luther hat das Wort alleine, das ist ein Standardwort zum Beispiel. Dann sagen sie, ich glaube Römer 3 ist das, Vers 28, dann sagen sie, ja, schau mal das an Fehler hier. So halten wir es nun, sagt die Heilige Schrift, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werk, allein durch den Glauben. Ja, allein ist nicht dein ursprünglicher Text, ist nur zugefügt, das ist natürlich nicht richtig. Aber selber werden Dutzende Worte zugefügt auf Deutsch in die neue Übersetzung, weil du musst etwas zufügen, ein Wort oder mehr Worte, um einen Satz laufen zu lassen. Aber sie greifen den anderen nicht an. Das heißt, sie greifen nur ein Buch an, der Luther das erwähnt, und warum natürlich? Allein durch den Glauben. Ja, das ist natürlich eine Sache, die lehrmäßig wichtig ist. Allein durch den Glauben errettet wird und selig wird, und nicht durch irgendein Werk oder Glauben und Werke, wie Rom oder die ökumenische Bewegung lehrt. Zweitens, sie bedenken Regeln, wenn sie in ihrer Übersetzung weitermachen, um das Vergewaltigen von ihrer eigenen Regeln zu rechtfertigen. Mit anderen Worten, wenn sie etwas bedacht haben, um zu übersetzen, dann haben sie eine eigene Regel gebrochen, wovon sie Luther beschuldigen. Dann müssen sie eine andere Regel bedenken, um das wieder als ein Ausnahmefall darzustellen. Also das ist vielleicht was, ich muss mal ein paar Beispiele nehmen, vielleicht nächstes Mal. Aber das ist im Allgemeinen, wie sie immer versuchen, Ausnahmen zu machen, die für sie gültig sind, aber nicht für die Reformationstexte. Danach sagen sie, ja, wir glauben an ein mythologische Septuaginta, die niemals geschrieben ist vor Jesus Christus. Zum Beispiel, ich habe es hier kurz erwähnt, die Standardsache in all den großen Bibelschulen und theologischen Universitäten, hörst du, ist, es gab eine Übersetzung in Griechisch vom Alten Testament, 3. Jahrhundert vor Christus. Und die wurde zitiert von Jesus Christus. Warum? Weil die Zitate im Neuen Testament stimmen überein mit diesen sogenannten Septuaginta. Okay.
Das ist Standardsache. Und das heißt, damit wird der hebräisch-masoretische Text vergewaltigt, weil die stimmt nicht überein mit den Zitaten von Jesus Christus. Nou, was ist die einfache Lösung? Ganz einfach, das kann man in ein paar Minuten erklären. Die sogenannte Septuaginta, LXX, 50, 10, 10, 70, sollte übersetzt sein von 70, oder eigentlich 72 Juden, 12 mal 6 Juden aus jeder 12 Geschlechter, die von einem sicheren ägyptischen König Ptolemäus in 300 vor Christus eingeladen wurden, von Israel nach Ägypten zu kommen, und haben in 70 Tagen, unabhängig voneinander, die ganze Bibel übersetzt, und das war wortwörtlich die gleiche Übersetzung in Griechisch. Natürlich bist du nicht ganz durch, wenn du das ernst nimmst. Geschichtlicher Beweis, ein Brief von Aristeas, die von keiner Wissenschaft ernst genommen wird. Tatsache sind, die sogenannten Übersetzungen in Griechisch, im Alten Testament, ist nichts anderes als das Alte Testament von dem Manuskript Sinaiticus. Das ist ein Manuskript, ungefähr datiert 350 Anno Domini nach Christus. B. Vaticanus. Ein Manuskript datiert ungefähr 330 nach Christus, sagt man, das ist ein anderes Thema, man sagt das. Und A. Alexandrinus. Datiert 450 nach Christus. Das heißt, de Tatsache ist, dass dit een Alte Testament is van 4500 na Christus. En het is zo slim, dat al deze drie manuscripten hebben die apocryfe Bücher. Als Teil van het Alte Testament en deze nog als Teil des Neuen Testaments. Dat is alles. Das heißt, warum stimmt die Septuagint-Zitat überein mit Jesus Christus? Weil, wenn die Leute das aufgeschrieben haben, so rund um 330, 350, 450 nach Christus, haben sie das Neue Testament mit der Aussage Jesus Christi, wenn er das Alte Testament zitiert, auf ihrem Schoß gehabt. War schon da bereit. 300 Jahre, 400 Jahre. Das ist eine tiefe Sache, nicht? Aber wir sollen das nochmal im Detail besprechen, ein anderes Mal spezifisch über das Punkt von der Septuaginta. Daneben verweigern sie die Früchte von der Reformationsbibel, holländische Staat, englische King James, Deutsch Luther zu besprechen. Und verweigern die Früchte von diesen Texten zu besprechen. Die kam auf rund um 1850, 1900. Was haben wir in Deutschland gehabt? Zwei Weltkriege. Die Frucht von Luther ist Reformation, Friede, Wissenschaft, Freiheit. Sie lügen dauernd über Luther auf Deutsch und Erasmus, sie lügen dauernd über der griechische Text und die Original. Es gibt nicht ein griechischer Text. Es gibt nicht die Original. Niemand hat sie gefunden, sie nicht mal in einem Buch zusammengebracht. Sie nutzen das Wort zuverlässig an ihre Übersetzungen, weil sie sagen dann, ja, die Fundamente kann man in jeder Bibel finden. Ja, die Fundamente kann man auch in Jehovas Zeugenbibel finden. Es ist zuverlässig. Nein, sie sind unzuverlässig. Sie nennen dann verschiedene Texttypen Familien. Man sagt dann, ja, man hat verschiedene Familien von Texttypen. Man hat die alexandrinische Gruppe, man hat die byzantinische Gruppe. Die kommt aus der griechischen Kirche, dem Byzantinischen Reich. Man hat dann die westliche Gruppe aus Rom. Und man hat dann die caesarianische Gruppe. Caesarea in Palästina. Das sind vier Gruppen. Ja, die geben alle die gleiche Bewertung. Und dann sagt man, ja, die byzantinische Gruppe ist nur eine Gruppe. Und die westliche ist eine und die caesarianische ist eine. Und ja, dann muss man dann ein bisschen wählen. Problem ist, dass diese Gruppe hat 99% von allen Manuskripten beweist. Also nehmen wir an, du hast 100 Zeugen, 96 haben etwas gesehen, 97 haben etwas gesehen, die anderen drei haben nichts gesehen, und sagen etwas anderes. Dann sagst du einfach, ja, Zeuge A, B und C, die haben nicht gesehen, was diese Zeuge sagt, das heißt, die 97.
Die stimmen überall nicht miteinander überein, aber zusammen stellen sie sich doch gegen diese und nehmen diese 97 einfach als ein Zeug. Leicht gemacht. Ja, das ist alles. Leicht gemacht. Für ein normales Gericht in die Welt kommt das niemals durch. Aber die dumme Wissenschaftler denken, ah, weißt du, ich kenne ein bisschen Griechisch und so weiter. Und das dumme Volk hat sowieso keine Ahnung. Aber du musst es ganz einfach machen. Und dann sagen die Leute, ja, das ist die Sache bescheißen. Du kannst nicht von 100 Zeugen einfach 97 in eine Gruppe platzieren und als ein Zeuge darstellen. Das geht doch nicht. Das wird klar gemacht. Wissenschaftlich korrekte, textkritische, weißt du, mit schweren Worten versucht man, die einfachen Leute zu imponieren. Sie versuchen auch ihre eigenen besten Manuskripte korrekt zu übersetzen. Vatikanus und Sinaiticus. Wenn sie ehrlich waren, dann sagen sie, ja, wenn wir hem übersetzen, müssen wir auch die Hitte von Hermas und den Brief von Barnabas übersetzen, zwei apokryphe Bücher, die sind Teil vom Neuen Testament von Sinaiticus. Wir müssen auch übersetzen, die apokryphe Bücher, die Teil sind von diesen alten Testamenten, von diesen drei Manuskripten, wird niemals erwähnt. Das gehört auch dazu, wenn man sie korrekt übersetzt. Aber kein von euch sagt, ich möchte Makkabäa auch als heilige Schrift haben. Dann haben sie einen, sie sagen dann, wir haben die dynamische Äquivalentmethode, das ist was freier übersetzte, und formal korrespondent, das heißt sehr buchstäblich, und ab und zu muss man was freier übersetzen, weil du kannst nicht wortwörtlich etwas von Griechisch oder Hebräisch auf Deutsch übersetzen, anders muss man ab und zu sehr was buchstäblich übersetzen, und das kann man einfach durcheinander gebrauchen. Aber sie sagen dann von nein, Luther ist zu buchstäblich gewesen oder ist zu frei gewesen. Sie haben immer allerlei Ausreden und sie tun genau das gleiche in ihre eigenen Übersetzungen. Dann sagen sie, ja, es gab auch ein Mythe, das ist ihre Mythe, eine lucianische Rezension in Syrien gewesen in ungefähr 3. Jahrhundert nach Christus, seit der 300 nach Christus. Dass diesen Lucius aus Syrien, in Antiochie, wo die Jünger erst Christen waren, die hat dann die alexandrinische und westliche Texte zusammengefügt in einen byzantinischen Text. Und das erklärt, warum wir heute 99% byzantinische Texte haben. Beweis dafür? Null. Aber sie bedenken etwas. Es tönt gut, lucianische Rezensionen. Wir sollen das auch noch im Detail besprechen. Und schlussendlich das Allerwichtigste, sie verwerken die Früchte zu besprechen von mehr als 50 neuen Bibeln seit 1850 im deutschsprachigen Raum. Und die Früchte sind nicht gerade ein Segen gewesen für Deutschland. Das Buch beweist sich immer und das eine ist sich selber an eine Person, die es glaubt. Jesus Christus sagt, und da möchte ich mit abschließen, in Johannes 7, Vers 17, zu denjenigen, die ehrlich Suchende sind, so jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selbst rede. Das heißt, wenn jemand um Gottes Willen tun möchte, er geht nach seinem Gewissen, nach der Offenbarung Gottes in der Natur, möchte Recht tun, dann soll er spüren von der Lehre Jesu, ob er von Gott kommt oder nicht von Gott kommt. Und das einzige wahre Argument gegen die Bibel ist ganz einfach ein sündhaftiges Leben. Du liebst Sünde, du kommst niemals zu dieses Buch. Du hast die Sünde, dann kommst du an Liebe zu diesem Buch, weil das Buch reinigt dich. Johannes Kapitel 17, Entschuldigung, Vers 17 sagt es so, da sagt Jesus in hoherpriesterlichem Gebet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn man nicht geheiligt werden möchte, gereinigt werden möchte, sondern niemals zu diesem Buch kommen. Dass der Wahrheit und Leute ein Problem haben mit diesem Buch. Okay, lassen wir hier eine Pause machen. Ich muss sehen. Lass mal ausschauen.